liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute recht herzlich hier aus Freiberg. Dieses Wochenende findet in Freiberg wieder das jährliche Herbstfest statt. Und ich werde mich jetzt mal für Sie hier ein bisschen umschauen. Auch dieses Jahr herrschte nicht nur auf dem Freiberger Untermarkt zum Herbstfest wieder ein reges Treiben an den verschiedenen Marktständen. Trotz des nicht unbedingt einladenden Wetters. Viele Händler nutzten wieder die Möglichkeit, sich und ihre Produkte dem Kunden ein wenig näher zu bringen, wobei natürlich alles unter dem Thema Herbst stand. Für die gute Stimmung sorgte das Brass- und Swingorchester Ottendorf, welches Swing- und Big Band Musik zum Besten gab. Insgesamt 10 Autohäuser und viele vor Ort ansässige Läden nutzten wieder die Gelegenheit, sich zu präsentieren und luden die Besucher zu einem entspannten Sonntagnachmittag ein. Und pass auf, noch was ganz, ganz Schönes. Ich habe heute noch den schwarzen Wenzel mit. Ein Jahr lang auf Fichtenholzbrettern gereift. Und den Kameramann laden wir auch herzlich ein. Ja, warte, ja, genau, super, genau gemacht. Schön. Und der hat eine limitierte Auflage und ihr seht es so schön hier an dem Teig. Die Weißen wünschen, dass die Salzkristalle sich dann ausbilden, je älter der wird. Ja, den kann man auch mal ohne Brot essen, oder? Oh ja. Bevor es dann aber den obligatorischen Bieranstich mit Oberbürgermeister Krüger gab. So, ich gehe mal ins Tum. Und? Ah, perfekt! Hey, das läuft! Jawohl! Wurden erst viele ehrenamtlich Tätige öffentlich für ihr Engagement mit der Überreichung eines Schecks geehrt. Nur ein Betrag. Jetzt nicht riesengroß, aber hier werden eben Leistungen geehrt. Man macht es ja ehrenamtlich, also man macht es ja, um anderen Menschen was Gutes zu tun und sich selbst vielleicht auch ein Stück mit hinten anzustellen, aber auch um Wissen weiterzugeben oder eben auch ja, Kultur, Tradition weiter zu fördern. Herbstzeit ist natürlich auch Reisezeit. Und ich werde mich jetzt mal ein bisschen schlau machen, wo wir denn während der kalten Jahreszeit eigentlich so hinfahren könnten. Kommen Sie doch bitte mit. Frau Jog, was sind denn eigentlich die Reisen, die aktuell gerade so aktuell gut laufen? Also momentan wird natürlich der Jahreswechsel sehr stark nachgefragt. Weihnachten und Silvester ist auch schon sehr begrenzt, muss man sagen. Nicht mehr so viel gut buchbar, aber das ist aktuell noch der Renner. Und gibt es auch schon nach dem Jahreswechsel, wie sieht es denn da aus? Ja, da fragen jetzt viele, wie es mit den neuen Katalogen aussieht. Also 2019, die Kataloge trudeln so nach und nach ein. Also Ende Oktober, November kann man damit rechnen. Was schon da ist, sind die Kurreisen und auch die Flusskreuzfahrten. Und das wird natürlich gerne genommen, weil bei den Kurreisen und Flusskreuzfahrten auch die An- und Abreise schon mit organisiert ist. Und das lieben die Leute und das wird schon ganz gut gebucht. Also wer wegreisen will aus Deutschland, weil es ihm hier zu kalt wird, der findet bei Ihnen garantiert das, was er sucht, ja? Da findet auf jeden Fall was. Auch von Herbst gibt es noch einige Angebote, so gerade Richtung Süden, Kroatien oder auch Slowenien. Also die Mittelmeerregion ist noch sehr gut buchbar. Muss schon ein bisschen gucken, aber man findet immer noch was. Verreisen kann man natürlich nicht nur mit dem Flugzeug. Gerade für kürzere Strecken bietet sich natürlich der PKW an. Herr Winter, was gibt's denn bei Ihnen Neues? Ja, wir stellen heute den neuen Seat hier vor, als Kombilimousine dementsprechend mit 1,4er Turbomotor. Ne? Und ja, sehr schönes Auto geworden und wir hoffen, dass sich da viele Interessenten bei uns melden werden. Was ist so das Besondere an diesem Auto vielleicht? Ja, der ist mit einem schönen Automatikgetriebe versehen, 1,4er Turbomotor und fährt sich sehr angenehm. Wie sieht es denn mit dem Komfort des Autos aus? Ja, da haben wir ein Navigationssystem mit Rückfahrkamera zum schönen Einparken. Natürlich auch Parkwarner noch zusätzlich und dann Geschwindigkeitsregelanlage. Adaptiv, also da passt auch auf, dass man nach niemand hinten drauf fährt zum Beispiel. Ne? Oder dann die Sitzheizung, Lenkradheizung mit dabei für angenehmes Fahren im Winter. Ja, ich möchte gerne alle Interessenten zu einer schönen Probefahrt zu uns einladen. Immer jeden Wochentag und Sonnabend am Vormittag. So, liebe Zuschauer, schauen Sie mal, wen ich jetzt hier gefunden habe. Hallo Janine. Hi.
Du bist auch wieder mal in Freiberg, wie ich sehe, ja? Genau, richtig. Heute hier mit einem anderen Mikrofon, weil ich gerade in Freiberg hier das Herbstfest moderiere. Ja, und mich natürlich auch freue, Kanal 9 wieder zu sehen. Was machst du denn sonst so zwischendurch, wenn du nicht in Freiberg für den Kanal 9 arbeitest? Wenn ich nicht in Freiberg bin. Ich wohne ja in Hamburg, arbeite deutschlandweit als Moderatorin für Events, für Messen, hatte jetzt ein ganz tolles in Düsseldorf, bin nächste Woche auf der Buchmesse in Frankfurt und freue mich natürlich, wenn wir uns spätestens Weihnachten wiedersehen. Hat mich sehr gefreut, dich hier zu treffen, Janine, und ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß noch. Euch auch. Tschüss. Auch hier auf dem Schlossplatz gibt es natürlich jede Menge Neues zu sehen. Herr Kranert, was genau gibt es denn bei Ihnen Neues? Bei uns gibt es ein neues Modell, und zwar den neuen Skoda Fabia. Unter anderem jetzt mit verschiedenen neuen Assistenzsystemen, wie den Spurwechselassistenten oder den Abstandstempomaten und neuerdings auch mit LED-Hauptscheinwerfer. In welchen Motorvarianten gibt es denn den Fabia eigentlich? Sie erhalten den Fabia mit 60, 75, 95 oder 110 PS Motoren und alles mit 1 Liter Hubraum. Und wie sieht es mit dem Getriebe aus? Sowohl Schaltgetriebe als auch DSG bzw. Automatikgetriebe. Wie ist es denn mit Assistenzsystemen beim neuen Fabia? Gibt es da etwas? Ja, sie erhalten serienmäßig den Front Assist Assistenten sowie jetzt neuerdings beim Facelift den Spurwechselassistenten bzw. Auspackassistenten oder eben auch unter anderem den Abstandsregeltempomaten. Näheres gibt es dann beim Autobericht bei Kanal 9 Erzgebirge. Liebe Zuschauer, das soll es von dem Freiberger Herbstfest gewesen sein. Es ist ganz schön frisch geworden mittlerweile, aber es ist ja auch ein Herbstfest, der Sommer liegt hinter uns. Hätte schöner sein können das Wetter, aber das Herbstfest als solches, das war eine interessante Angelegenheit. Vielleicht schauen Sie sich das Ganze das nächste Jahr dann selber nochmal an. Bis dahin, Ihre Sanja Berg.